مثل الحسين بكربلاء وصلاته، موسى بن جعفر بالسجن سجداته. مثل الحسين بكربلاء وصلاته، موسى بن جعفر بالسجن سجداته. أسكن عروش الظالم برقعاته، مثل الحسين بكربلاء وصلاته. Einst lief Imam, Karim a.s. durch die Straßen und er sah, dass von einem Haus Musik gespielt wurde. Er lief durch die Straßen, er sah ein Haus, dort lief laute Musik und eine Frau war davor und hat den Boden gewischt. Und der Imam a.s. ging zu dieser Frau. Er sagte zu ihr, kann ich dich etwas fragen, gnädige Frau? Sie sagte, ja, natürlich. Er sagte, ist der Besitzer dieses Hauses ein Sklave oder ein freier Mann? Und sagte, er ist ein freier Mann, er ist kein Sklave. Und der Imam a.s. sagte, ja, natürlich, denn wäre er ein Sklave, so würde er wissen, dass sein Herr ihn beobachtet. Schaut, was für eine Antwort. Ja, natürlich, wäre er ein Sklave, würde er wissen, dass sein Herr, also Allah subhanahu wa ta'ala, ihn beobachtet. Und die Frau war erstmal verwundert, sie war geschockt quasi von diesen Worten. Sie hat selber berichtet, sie hat gesagt, ich habe noch nie so darüber nachgedacht. Sie ging nach Hause. Ihr Mann war da, er fragte, was ist los, wieso bist du reingekommen? Er sagte, vorhin draußen war ein Mann, er hat mich gefragt. Er hat mich etwas gefragt. Er sagte, was hat er dich gefragt? Sie meinte, er hat mich gefragt, ist der Besitzer dieses Hauses ein Sklave oder ein freier Mann? Und ich sagte ihm, er ist ein freier Mann. Und er sagte, ja, natürlich, wäre er ein Sklave, so würde er wissen, dass sein Herr ihn beobachtet. Und der Mann sagte, beschreibe mir diesen Mann, wie sah er aus? Sie hat ihm beschrieben, er hat so einen Bart, er hat solche Augen, er trug dies und jenes. Er sagte, bei Allah, das ist Musa ibn Ja'far. Er rannte hinaus, barfüßig, ohne sich etwas anzuziehen. Er rannte hinaus zum Imam a.s. Diese Person übrigens, er wurde dann später bekannt als Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi, die die Arabisch kennen, al-Hafi, bezeichnet man denjenigen, der barfüßig läuft. Weil er barfüßig rausgelaufen ist zum Imam al-Kadhim a.s. Er sagte zu ihm, O Imam, vergebe mir. Ich habe nie über Musik so nachgedacht, wie du es mir beschrieben hast. Ich habe in der Vergangenheit gehört, dass es verboten ist, aber niemand hat mich überzeugt. Aber so wie du es mir erklärt hast, das hat mich überzeugt. Und der Imam a.s. sagte, wenn du bereust, so wird Allah dir vergeben. Wie ist es heutzutage bei uns? Heutzutage in den muslimischen Haushalten ist es normal, dass Musik läuft, auf Hochzeiten läuft Musik, auf Verlobungsfeiern läuft Musik. Es ist was ganz Normales inzwischen geworden. Wir sagen alle, wir sind Diener Allahs, wir sind Anhänger der Ahlul Bayt, aber nicht in dem Bereich, bitte nicht in dem Bereich. Wenn es um Hochzeit geht, feiern, nein, da machen wir eine kleine Ausnahme. Allah wird uns schon vergeben. Aber denken wir darüber nach, was Imam Sadiq a.s. sagt. Natürlich reden wir über die verbotene Art der Musik. Wie können wir uns Sklaven Gottes nennen? Wie können wir uns Diener Gottes nennen, wenn wir uns nicht an seine Gebote halten? Dann sind wir keine Diener Gottes. Dann müssen wir aufhören, uns selber zu belügen. Wenn wir uns unsere Religion selber machen und das, was Allah uns sagt, nicht befolgen, dann sollen wir wenigstens ehrlich zu uns sein und sagen, wir sind keine Diener Gottes, wir sind Diener unserer Gelüste. Lass Allah daraus, bitte. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Wieso lügen wir uns an? Für wen bringt es, wenn wir uns selber anlügen? Wenn wir wirklich Diener Gottes sind, wenn wir wirklich Sklaven Gottes sind, dann befolgen wir auch das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und ohne Zweifel ist die verbotene Musik eine Handlung, die verboten ist. Einmal ein Gelehrter erzählt, er sagt, bei einer Familie hat ihr erster Sohn geheiratet. Und auf deren Hochzeit lief Musik. Ich sagte ihm, was soll das, wieso läuft diese verbotene Musik? Er sagte, komm, Sheikhna, Sayyidna, das ist mein erster Sohn, nur diesmal, nur diesmal. Beim zweiten Sohn genau das Gleiche. Sheikhna, das ist mein zweiter Sohn, ich liebe ihn besonders, nur dieses Mal. Beim dritten Sohn, Sheikhna, das ist der letzte Sohn. Wirklich, nach ihm, ich habe keine Söhne mehr, das ist der letzte. Wen belügt man? Wen will man hier belügen? Wenn man sich selber als Diener Gottes, wenn wir im Gebet sagen, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, meinen wir es ernst oder belügen? Oder sind es Worte, die wir sprechen und wir belügen uns selber dadurch? Die Frage müssen wir uns selber mal stellen. Und Imam al-Kadhim a.s. hat versucht, den Islam auf eine logische und rationale Art und Weise zu erklären. Er hat versucht, es so rüberzubringen, dass derjenige nachdenkt. Imam Kadhim hätte genauso sein können, Musik ist haram, wenn du es hörst, wirst du für immer in der Hölle schmoren. Was hat das gebracht? Er hat gesagt, okay, so einen Islam will ich nicht, danke. Aber schaut, wie Imam Al-Kadhim a.s. es ihm erklärt hat, dass es bei ihm Klick gemacht hat. Er sagt, ich bete, ich sage, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ich bete Allah an. Ich gebe zu, ich bin der Sklave Gottes. Aber wenn ich das bin, wieso mache ich dann sowas?